Ja, dann gerne ins Rathaus kommen. Eieiei, es wird doch schon wieder Tag, ihr Angstbuchsen da. Frage. Da hinten geht die Sonne schon wieder auf. Ach du Kacke, da, ja, komm her, du Mistvieh. Schütz uns vor den Monstern. Ja, das sind doch keine, die bringen wir um hier. Genau, haben sie da, haben sie das Gehirn rausgeprügelt oder was? Sollen wir einfach irgendwo hin und uns niederlassen? Ach, ja, also suchen Sie sich einen Ort aus. Ja. Und dann können wir drüber reden. Okay. Dann sage ich Ihnen auch alles weitere. Suchen Sie erstmal einen Ort, wo Sie hinwollen und fertig. Alles klar. Dann gehe ich mal los. Das dauert ja ein bisschen. Ja. Passen Sie auf sich auf. Sehr gerne. Ich sehe es schon. In 200 Meter ist Opi tot. Im Norden ist ein bewaffneter Bogenschütze. Also. Ein Heckenschütze. Der hat Sonnenbrand, keine Sorge, der hat Sonnenbrand. Oder doch nicht. Oh, mal gucken, was hier so gibt. Sie dürfen natürlich überall abbauen. Eieiei. Ihr habt schon eine Waffe hier. Ein Bogen. Mit einem Pfeil. Oh, ein Pferdchen. Ein Pferd? Ein Ross? Geben Sie mir das Ross. Ich glaube nicht, dass Sie es sehen. Oh, eieiei. Bleier. So ein Pferd, das hat ein Pferd noch nie mit mir gemacht. Das kann ja nicht sein. Oh, das Pferd hat mich lieb gewonnen. Hat wer einen Sattel? Nein, ich nicht. Dann tut's mir leid, mein altes Ross. Ich hole dich später ab. Wo laufen wir denn hin? Und lass den Opi doch hier nicht einfach mitten irgendwo in der Walachei stehen. Der arme Opi. Gucken wir mal, was hier so gibt. Hier unten ist ein Schweinchen. Ja, das ist doch schon mal Essen. Die können wir uns aufspießen. Und wenn man sie vermehrt, hat man länger was davon, junger Mann. Hey, es sind zwei. Woher wissen Sie, dass das Männchen und Weibchen sind? Haben aus Sie da... zwei macht vier. Aus zwei macht vier? Ja, sehr mal cool. Woher wollen Sie wissen, dass da Zwillinge rauskommen? Und woher wollen Sie wissen, dass das ein Weib ist und das ein Männchen ist? In Geo nicht aufgepasst. Guck mal, das Gebimsel. Aha, also Männchen. Und hier, was haben wir da? Auch Gebimsel, auch ein Männchen. Ist doof gelaufen, würde ich sagen. Zwei Männchen. Schlachten wir die Schafe halt ab. So, Opi hin. Leute. Irgendwie das Voice Plugin funktioniert nicht so ganz. Oder Opi ist weggelaufen. Ah, da hinten ist Opi. Darum kann ich ihn nicht mehr hören. Sie laufen aber ganz schön schnell für einen alten Opa. Können Sie bitte mal aufhören, die ganzen Tiere zu killen? Ich brauche Essen. Das ist mein Mittagssnack. Woher haben Sie denn das schon wieder her? Hat mir jemand geschenkt. Eieiei. Wo sind die anderen eigentlich alle hin? Im Zentrum. Im Zentrum oder sind die einfach vom Zentrum weggelaufen? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Apfel. Was machen die denn hier unten? Hm? Guten Tag. Guten Tag, was machen sie denn da? Oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Wir bergen hier etwas Kohle. Ah, sie bergen Kohle? Eigentlich auf der Suche nach Öl. Ich hätte gern ein Grundstück. Der Texaner wollte das. Kleinen Moment, ich komme. Der Texaner sucht halt Öl. Ja, ja. Was wollen sie mit dem Öl machen? Einige schöne Sachen. Für den Öl hat einige gute Eigenschaften. Ja, ich gehe da mal wieder Richtung Zentrum.
Machen Sie ruhig, ich komme auch gleich. So, da könnte mich nämlich nicht mehr hören. Außer der da. Ah, da sind sie auch wieder hier. Wo kommen sie denn her? Ach, ich schaue mich hier ein bisschen um. Aha. Um mal zu schauen, wo ich denn mein Haus hinbauen würde. Ihr Haus, sie wollen sich ein Haus bauen. Ja. Ich würde mir eine Burg bauen. An ihrer Stelle. Nö, ich dachte mir so eine, ja, ich sag mal, eine Mischung aus Schmiede und... Ah, sie wollen ernsthaft in die Richtung Schmied gehen? Ja. Ja, dann weiß ich ja schon mal Bescheid, wenn ich mir eine schöne Rüstung oder... Also was weißt du, wollen sie eher Waffenschmied machen oder Rüstungsschmied? Nun, ich war Lehrling bei meinem Meister, der mich beides gelehrt hat. Ah, das ist, ja, dann weiß ich auf jeden Fall, wenn ich mal eine schöne Generalsrüstung haben will oder so, dann komme ich zu Ihnen. Jetzt? Gerne. Ja, klar. Okay. Machen Sie mit den Huhn, das leidet doch. Das ist auf meinem Grundstück. Ja, den Opi ich einfach die Hühner... Ich hab's nur vom Grundstück verjagt. Und wow. Den alten Mann verhungern lassen. Da, hier ist ein Hundi. Hundi. Wow, wow. Eieiei. So, mal gucken, was im Zentrum so los sind ist. Sind denn die anderen abgeblieben? Ich glaube, die sind alle Richtung Zentrum. Also wieder Richtung Stadtzentrum? Ja. Ja, hier schon schönen Bogen habe ich. Oh. Wir sind hier irgendwo unten drunter. Ich habe mir schon von so einem Skelett-Dude einen Bogen geholt. Ich wollte gerade sagen, ich habe da was gehört. Ja, ihre Ohren haben sich nicht getäuscht. Wir beide Kriegserfahrene müssen ja wohl zusammenhalten. Ja, man muss gute Ohren haben. Sonst kann es leicht passieren, dass man... dem Feind in die Hände fällt. Ja. Ach, ich bin nie in Feindes Hände gefallen. Ich hatte eine Leibgarde, die hat mich geschützt. Au. Klopf, klopf. Ist wer zu Hause? Eieiei, keiner zu Hause hier. Hört mich kein Mensch hier. Da bin ich am Bürgermeister vorbeigelaufen. Kann das hier sein? Das sehen Sie hier, wie das geht. Für das Grundstück? Guter Mann, bitte an mich, weil ich bin gleichzeitig das Stadtkonto und verwalte das Stadtkonto. Jetzt luxen Sie den alten für Opi. Ihr Grundstück. Okay. Den Opi das Geld aus der Tasche oder was? Das ist eine Regel und er wird das Grundstück benutzen, um sich mehr Geld zu erwirtschaften. Also ich denke mal, das ist schon gerecht. Heißt, ich zahle auch für mein Land Geld. Natürlich. Es ist mein Land. Ich habe es von meinem Befehlshaber bekommen. Wir haben dafür aber genau? Keinen Bericht oder einen Vertrag. Soll ich jetzt den ganzen weiten Weg zurücklatschen? Ja, jetzt. Dann zeigen Sie mal. Ups. Eine weiter. mir wär's lieb, hier an dieser Bergkette mich niederzulassen. Dann gebe ich Ihnen mal 4 Steine in die Hand. Und da können Sie mal Ihr Grundstück abstecken und dann gucke ich nochmal drüber und dann kriegen.
Ich bitte Sie auch noch eine Hausnummer zu machen und einen Briefkasten baue ich Ihnen. Briefkasten. Sehr gerne. Und danke, lieber Daniel David, für die milde Gabe. Bitteschön. Milde Gabe. Erst luxen Sie den Opi das Geld aus der Tasche und jetzt geben Sie ihm Geld, oder wie? Ich habe ihm nichts gegeben. Wer hat ihm nur das Kreuzchen gegeben für sein Geld? Ach so, das ist die Gabe. Ja. Ach. Hm? Taschengeld für Opi. Ja, Taschengeld für Opi. Vielen Dank. Ach, Herr Bürgermeister. Ja? Wie machen wir das denn mit meiner Bezahlung, wenn ich hier den Wachmeister übernehme? Das gerne machen. Ja, wie bitte? Entschuldigung. Sie wollen das gerne machen. Ja. Ich glaube, ich bin hier der Erfahrenste in diesem Job. Ja, das glaube ich durchaus auch. Sie müssen dazu aber Ihr eigenes Equipment mitbringen, weil wir haben ja noch nichts. Das ist kein Problem. Ich arbeite sowieso gerne mit eigenem Equipment. Und Sie bekommen eine angemessene Bezahlung. Ja, das ist gut. Genaueres muss ich mich nochmal mit meinem Berater auseinandersetzen, wie genau die aussehen wird. Ja, das... Weil das muss ja immerhin aus der Stadtkasse bezahlt werden und die sind ja nicht so voll. Aber eine Frage hätte ich. Ich brauche ja auch Unterstützung, sag ich mal, Gehilfen. Ja. Ich bin ja der Wachtmeister dann. Dürfte ich dann meine Kadetten mir selber aussuchen? Weil ich weiß natürlich besser, wer besser im Umgang mit dem Schwert ist oder diplomatischer Sachen regeln kann, als Sie zum Beispiel. Das dürfen Sie gerne machen. Okay. Ich vertraue da voll und ganz Ihnen. Perfekt. Ich schicke Ihnen dann alles per Post zu, wenn Sie ein Grundstück haben. Ja, erstmal muss ich gucken, dass ich mich hier ein Grundstück irgendwo ansiedle. Ja, gucken Sie in Ruhe, es hat alles Zeit. Ich glaube, ich weiß schon, welches Grundstück ich nehmen würde. Ja, Sie können es mir, oder Sie können sich 4 Blöcke nehmen und das mal abstecken und mich dann holen. Okay, mache ich. Dann hole ich Sie gleich. Oder? Ah ne, ich war gemutet. Oh, ich hab schon... Oh, Leute. Ich dachte schon, ich hatte die ganze Zeit ohne Sounds aufgenommen, aber ich sehe gerade, dass ich doch nicht ohne Sounds aufgenommen habe. Eieiei, ich hab schon Schrecken gekriegt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht im gemuteten Zustand. Ja, egal, ich weiß nicht, vielleicht war das Telefon da drauf, vielleicht war es nicht, ich weiß jetzt gerade nicht. So, ich steck mal kurz hier ab.
Oh, hallo, Herr Creeper. Ja, macht ja eh keinen Schaden. Ich würde mir halt hier gerne oben so eine Burg bauen, wenn es was. So, dann braten wir halt kurz, dann haben wir mal zu essen. Dann beantragen wir das. Wir beantragen das ganze Stück gar nicht. Und sagen es einfach uns. Ich gebe doch hier keine 100 Dollar aus. Nur für so eine Kacke. Wie gesagt, ich werde auch gucken, dass ich auch ein bisschen offline farm gehe. Uiuiui, das ist nicht gut, was ich hier gemacht habe. Eieiei. Ich bin vor dem. Eieiei. Er ist wieder gestorben, jetzt ist der Bürgermeister. War das Bürgermeister? Wer ist gestorben? Der Bürgermeister ist tot? Ich bin doch noch hier. Nein, aber der ist der Erste, der umgenippelt ist durch einen grünen. Ich bin aus meinen texanischen Schlappen gefallen. Eieiei. Können Sie ja nicht Haben machen. Sie ein Grundstück? Ich? Ja, ich hab ein Grundstück. Dann zeigen Sie mal her. Das ist versteckt. Es ist offenbar, ist es auch, ist es hinter Ihrem Gebiet, hinter Ihrem Auftragsgebiet. Ja, trotzdem. Achso, okay. Dann brauchen Sie nichts zu bezahlen. Richtig. Das war der Sinn. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wollen Sie trotzdem einen Briefkasten von mir haben? Einen Briefkasten? Ja, einen offiziellen von Los Germanios. Ja, die können Sie mir gerne geben. Alles klar. Ich muss dann erstmal zum Opa, denn der will auch noch seinen Brief. Zum Opi? Aber ich weiß jetzt nicht, wo ihr Grundstück ist. Na ja, das kann ich Ihnen gern zeigen. Na, dann zeigen Sie mal. Ja, Sie kommen noch hinterher, perfekt. Naja, meine texanischen Beine sind eigentlich das Reiten gewöhnt, aber Laufen geht auch. Ja, natürlich. Hier, ab hier, ab hier so. So, hier der ganze obere der ganze Hügel. Mehr muss ich gar nicht wissen. Dankeschön. Ja, perfekt. Dann können Sie einfach den Briefkasten da aufstellen, wenn Sie wollen. Ich stelle dann hier auf, den können Sie ja immer noch umbauen. Ja, genau. Stellen Sie einfach hier hin. So, niemanden kann mich mehr hören, genau. So war das. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich höre Schritte. Ich hab mir jetzt mal übers Ohr gehauen. Muss einfach nur gut RP-mäßig sein. Kann man den. Wenn man gut in RP ist, dann kann man viele Sachen so klären. Gut, die anderen müssen alle 100 zahlen, ich nicht. Oh Gott, dann steigt er sich einfach an.
Das finde ich nicht gut, dass er das einfach kann, ne? Nur wegen der Rolle König. Tief überarbeiten. Ich glaube, das war's auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.